Es ist der 1. September 1939. Nach dem falschen Vorwand, Polen hätte eine deutsche Funkstation angegriffen, beginnt Deutschland einen sogenannten Vergeltungsfeldzug gegen Polen, der den Zweiten Weltkrieg auslöst. Polen fand sich in einem Zweifrontenkrieg wieder, als die Sowjetunion am 17. September von Osten her angriff. Warschau kapitulierte offiziell am 28. September gegenüber Deutschland und Polen wurde einen Tag später nach dem geheimen Zusatzprotokoll des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts zwischen Deutschland und der Sowjetunion aufgeteilt. 5 Jahre später, am 1. August 1944, erhob sich die polnische Heimatarmee, eine nicht-kommunistische Untergrundwiderstandsarmee mit Einheiten im gesamten von Deutschland besetzten Polen gegen die deutschen Besatzungsbehörden, um Warschau zu befreien. Den Anstoß für den Aufstand gab das Auftauchen sowjetischer Truppen am Ostufer des Wistula-Flusses. Die Sowjets griffen jedoch nicht ein und die Deutschen schlugen den Aufstand schließlich nieder und machten das Stadtzentrum den Erdboden gleich. Einer der Nazi-Offiziere, die für die brutale Niederschlagung des Aufstands und die unaussprechlichen Grausamkeiten der Truppen verantwortlich waren, ist Heinz Reinefahrt. Heinz Reinefahrt, Sohn eines Richters am Landgericht, wurde am 26. Dezember 1903 in Gniezen, dem heutigen polnischen Gniezno, im damaligen Deutschen Reich geboren. Reinefahrt war 14 Jahre alt, als der Erste Weltkrieg am 11. November 1918 endete. Nach dem Ersten Weltkrieg und während der Deutschen Revolution 1918 bis 1919 bildeten sich überall in Deutschland Freikorps, unabhängige paramilitärische Einheiten. Im März 1920, noch als Schüler, folgte Reinefahrt dem Aufruf von Major Bruno Buchrucker, mit dessen Freikorps er am Kapp-Putsch teilnahm, einem Putschversuch gegen die deutsche Bundesregierung in Berlin am 13. März 1920. Das Ziel des Putsches war es, die deutsche Revolution von 1918-1919 rückgängig zu machen, die Weimarer Republik zu stürzen und sie durch eine autokratische Regierung zu ersetzen. Er wurde von Teilen der Reichswehr unterstützt, sowie von nationalistischen und monarchistischen Fraktionen. Nachdem er 1922 das Gymnasium abgeschlossen hatte, wurde Reinefahrt ein Jahr später Mitglied des Freikorps Oberland. Er studierte Jura in Jena und schloss sein Studium mit dem ersten Staatsexamen 1927 ab. Bis 1930 legte er das zweite Staatsexamen ab und wurde am Landesgericht Jena zum Richter befördert. 1932 wurde er Mitglied der NSDAP und der SS und heiratete im selben Jahr. Aus dieser Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. Bis 1939 arbeitete er als Anwalt und Notar in Cottbus. Bei der Konferenz von Lausanne beschlossen Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich 1932 gemeinschaftlich die den Verlierern des Ersten Weltkriegs auferlegten Reparationszahlungen aufzuheben. Somit waren die finanziellen Bestimmungen des Vertrags von Versailles, die Deutschland harsche finanzielle Sanktionen auferlegten, bereits ausgesetzt, als Hitler im Januar 1933 Kanzler wurde. Hitler war entschlossen, auch die weiter bestehenden militärischen und territorialen Bestimmungen des Vertrags zu stürzen und sogenannte volksdeutsche Minderheiten wieder ins Reich einzugliedern, als erster Schritt zu einem deutschen Reich in Europa. Die deutsche Armee begann eine geheime Aufrüstung, bevor die Nazis die Macht übernahmen. Danach unterstützten die Nazis die Wiederaufrüstung massiv und bauten rapide die Waffenproduktion aus. Der Wehrdienst wurde am 16. März 1935 wieder eingeführt, ein offener Bruch des Versailler Vertrages. Gleichzeitig kündigte Hitler die Ausweitung der deutschen Armee auf mehr als 500.000 Mann an. Nach einer längeren Periode intensiver Propaganda in Österreich marschieren deutsche Truppen am 12. März 1938 in das Land ein und erhalten enthusiastische Unterstützung großer Teile der Bevölkerung. Am nächsten Tag wurde Österreich an Deutschland angegliedert. Im April wurde die deutsche Annexion nachträglich durch ein Plebiszit bestätigt, dessen Ergebnisse so manipuliert wurden, dass offiziell 99% der Österreicher der Einheit mit Deutschland zustimmten. Weder Juden noch Roma durften am Plebiszit teilnehmen und die Einheit wurde als der Anschluss bekannt.
Das Scheitern der Briten und Franzosen, etwas gegen die Brüche des Versailler Vertrags durch Hitler zu unternehmen, ermutigte ihn zu weiteren territorialen Aggressionen. 1938 drohte Hitler, einen europäischen Krieg auszulösen, wenn das Sudetenland, eine Grenzregion der Tschechoslowakei, die mehrheitlich ethnisch deutsch war, nicht Deutschland überlassen würde. Die politischen Leader Großbritanniens, Frankreichs, Italiens und Deutschlands hielten in München eine Konferenz am 29. und 30. September ab, in der sie sich auf die deutsche Annexion des Sudetenlandes einigten, im Gegenzug gegen ein Friedensversprechen von Hitler. Die Tschechoslowakei, die nicht an den Verhandlungen in München teilnahm, sagte unter starkem Druck von Frankreich und Großbritannien zu. Am 15. März 1939 brach Hitler das Münchner Abkommen und griff den tschechoslowakischen Staat an. Die tschechischen Provinzen Böhmen und Mähren wurden zum deutschen Protektorat proklamiert und von deutschen Truppen besetzt. Die Slowakei wurde ein unabhängiger Staat, der eng mit Deutschland verbunden war. Ungarn, das nach der Münchner Konferenz Territorien in der südlichen Slowakei besetzt hatte, besetzte nun auch die transkarpatische Ukraine. Die Tschechoslowakei existierte nicht mehr. Nur etwas mehr als eine Woche später, am 23. März 1939, besetzten deutsche Truppen plötzlich die Hafenstadt Memel, das heutige Klaipeda in Litauen. Litauen konnte die Besetzung nicht verhindern. Hitler stellte im Frühjahr 1939 auch territoriale Forderungen an Polen auf. Er forderte die Annexion der Freistadt Danzig und einen extraterritorialen Zugang Deutschlands nach Ostpreußen durch den sogenannten polnischen Korridor. Überzeugt davon, dass Hitler nicht ehrlich verhandeln würde, garantierten Großbritannien und Frankreich die Integrität des polnischen Territoriums gegen eine deutsche Aggression, die am 1. September 1939 zur Realität wurde, als Nazi-Deutschland in Polen einmarschierte und damit den Zweiten Weltkrieg auslöste. Nazi-Deutschland war Polen militärisch überwältigend überlegen. Am 1. September trat Deutschland einen unprovozierten Angriff im Morgengrauen los, mit mehr als 2000 Panzern, unterstützt von fast 900 Bombenflugzeugen und mehr als 400 Kampffliegern. Alles in allem setzte Deutschland 60 Divisionen und fast 1,5 Millionen Männer beim Einmarsch ein. Der Einmarsch in Polen demonstrierte Deutschlands Fähigkeit, Luftangriffe und Bodentruppen in einer neuen Art mobiler Kriegsführung zu kombinieren. Die Welt erfand ein neues Wort für Deutschlands erfolgreiche Kriegstaktik, der Blitzkrieg. Für seinen Einsatz während des Einmarsches in Polen erhielt Rheinefahrt das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Die deutsche Besetzung Polens war außerordentlich brutal. Die Nazis betrachteten die Polen als rassisch minderwertig und starteten eine Terrorkampagne, um die polnische Nation und Kultur zu zerstören. Ihr Ziel war es, die Polen zu einer führerlosen Bevölkerung von Bauern und Arbeitern zu machen, die für deutsche Herren arbeiten sollten. Die ethnischen Säuberungen sollten systematisch gegen das polnische Volk durchgeführt werden. In den ersten drei Kriegsmonaten, vom Herbst 1939 bis zum Frühjahr 1940, wurden rund 60.000 ehemalige Regierungsbeamte, Reservemilitärs, Gutsbesitzer, Geistliche und Mitglieder der polnischen Intelligenz wie Wissenschaftler, Lehrer, Anwälte und Ärzte regionenweise hingerichtet. Diese sogenannte Intelligenzaktion betraf auch über 1.000 Kriegsgefangene. Im Frühjahr 1940 starteten die deutschen Besatzungstruppen die AB-Aktion, die zweite Etappe der Gewaltkampagne Nazi-Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs. Diese hatte das Ziel, Polen zu eliminieren, die als Mitglieder der führenden Klassen angesehen wurden. Sie wollten diejenigen Polen entfernen, die als am fähigsten galten, Widerstand gegen die deutsche Herrschaft zu organisieren und die polnische Bevölkerung in Unterwerfung zu terrorisieren. Die Deutschen erschossen Tausende von Lehrern, Priestern und anderen Intellektuellen in Massenmorden. Der deutsche Einmarsch in Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden begann am 10. Mai 1940 und wurde als Frankreich-Feldzug oder Westfeldzug bekannt. Zunächst waren die britischen und französischen Kommandeure davon ausgegangen, dass die deutschen Streitkräfte durch Zentralbelgien angreifen würden, wie sie es im Ersten Weltkrieg getan hatten.
Sie schickten Truppen zur französisch-belgischen Grenze, um den deutschen Angriff abzuwehren. Der Hauptangriff der Deutschen ging jedoch durch die Ardennen im südöstlichen Belgien und im nördlichen Luxemburg. Deutsche Panzer und Infanterie durchbrachen schnell die französischen Verteidigungslinien und rückten bis zur Küste vor. Belgien und die Niederlande kapitulierten im Mai 1940. Zwischen dem 26. Mai und dem 4. Juni 1940 wurden über 300.000 französische und britische Truppen von den Stränden bei Dünkirchen über den Ärmelkanal nach Großbritannien evakuiert. Paris, die französische Hauptstadt, fiel am 14. Juni 1940. Rheinefahrt nahm mit seinem Infanterieregiment am Feldzug gegen Frankreich teil und erhielt das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Operation Barbarossa, der deutsche Einmarsch in die Sowjetunion, begann am Sonntag, den 22. Juni 1941. Nach ersten großen Erfolgen der deutschen Truppen kam der Vormarsch im Oktober und November 1941 mit dem Beginn der matschigen Jahreszeit zum Stillstand. Hitler versuchte Leningrad einzunehmen und scheiterte mit der Belagerung, die 872 Tage vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944 dauerte. Die Blockade wurde zu einer der längsten und zerstörerischsten Belagerungen der Geschichte und ist wahrscheinlich diejenige, die am meisten Opfer über ihre gesamte Dauer verursachte. Eines der Ergebnisse war, dass der Wehrmacht die Kraft fehlte, Moskau einzunehmen und dass ein langwieriger Krieg drohte. Rheinefahrt nahm an der Invasion der Sowjetunion teil und wurde Mitte 1942 als kriegsuntauglich eingestuft, als Ergebnis von Erfrierungen, die er an der Ostfront erlitten hatte. Er verließ die Wehrmacht und wurde am 20. April 1942 zum SS-Brigadeführer befördert, dem Äquivalent des Rangs eines Generalmajors in der Wehrmacht. Nach seiner Beförderung wurde Rheinefahrt zum Generalinspektor der SS im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren ernannt und wurde somit einer der wichtigsten Helfer des Chefs der Ordnungspolizei, Kurt Dallürge. Im September 1943 wurde Rheinefahrt nach Berlin versetzt, um im Innenministerium mit der Ordnungspolizei zu arbeiten. Im April 1944 wurde er zum höheren SS- und Polizeiführer in Warthe ernannt und wurde dann am 1. August 1944 SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und der Polizei. Die Waffen-SS war der militärische Flügel der SS. In dieser Rolle erhielt Rheinefahrt den Befehl, eine Militäreinheit zu organisieren, mit der er an der Niederschlagung des Warschauer Aufstands teilnahm. Der Aufstand begann am 1. August 1944, als sich die polnische Heimatarmee gegen die deutsche Besatzung auflehnte, um Warschau zu befreien. Diese nicht-kommunistische Untergrundwiderstandsarmee hatte Einheiten im gesamten von Deutschland besetzten Polen stationiert. Der Anstoß für den Aufstand war das Auftauchen sowjetischer Truppen entlang des Ostufers des Flusses Vistula. Die Sowjets griffen jedoch nicht ein. In zwei Tagen ermordeten Rheinefahrts Einheiten, unter ihnen die des Nazi-Offiziers und Pädophilen Oskar Dierlewanger, etwa 60.000 Warschauer Zivilisten, was als Massaker von Wola in die Geschichte einging. Das Massaker wurde von Adolf Hitler selbst angeordnet, der befahl, so wörtlich, alles zu töten, was sich bewegt, um den Warschauer Aufstand zu stoppen. Dierlewangers Einheit nutzte dabei Frauen und Kinder als menschliche Schutzschilder, wenn sie feindliche Stellungen angriffen. Sie brannten drei Krankenhäuser mit ihren Patienten nieder. Die Krankenpflegerinnen wurden ausgepeitscht, in Gruppen vergewaltigt und zusammen mit den Ärzten schließlich nackt aufgehängt. Eine Funkunterhaltung zwischen Heinz Rheinefahrt und dem Oberkommandanten der 9. Armee, Nikolaus von Vormann, ist erhalten geblieben. Er fragt dort, was soll ich mit den Zivilisten machen? Wir haben mehr Gefangene, als wir Munition haben, um sie zu töten. Sie gingen auf ihre Weise mit diesem Problem um. Als Dierlewangers Einheit auf einen Hort mit 500 Kindern traf, befahl Dierlewanger seinen Männern, alle umzubringen. Zum Einsparen von Munition ordnete er an, die hilflosen Kinder mit Gewehrkolben und Bajonetten niederzustechen und zu erschlagen. Nachdem die Gegend um Wola unter Kontrolle war, soffen, vergewaltigten und mordeten sich Reinhards Truppen durch die Altstadt und schlachteten Zivilisten und Kämpfer jeden Alters und Geschlechts ab.
In der Altstadt, in der mehr als 30.000 Zivilisten ermordet wurden, wurden mehrere tausend Verwundete in Krankenhäusern, die von den Deutschen überrannt wurden, erschossen oder mit Flammenwerfern in Brand gesetzt. Für seine Rolle in der Niederschlagung des Warschauer Aufstands erhielt Reinefarth die Spitznamen Schlechter von Warschau oder Mörder von Warschau, sowie am 30. September 1944 das Eichenblatt des Eisernen Kreuzes. Die Deutschen schlugen den Aufstand letzten Endes komplett nieder und das Stadtzentrum wurde im Oktober 1944 dem Erdboden gleichgemacht. Obwohl gefangen genommene Heimatarmeekämpfer als Kriegsgefangene behandelt wurden, sandten die Deutschen tausende polnischer Zivilisten in Konzentrationslager im ganzen Reich. 166.000 Menschen ließen ihr Leben beim Aufstand, darunter bis zu 17.000 polnischer Juden, die entweder mit der polnischen Heimatarmee gekämpft hatten oder in ihren Verstecken gefunden worden waren. Im November 1944 erhielt Reinefarth das Kommando über das 14. SS-Korps am Oberrhein und im Dezember 1944 über das 18. SS-Korps im zentralen Oderbereich. Zwischen Januar und März 1945 kommandierte Reinefarth die Verteidigung der Festung Küstrin. Er lehnte es ab, die Stadt bis zum letzten Mann zu verteidigen und Hitler warf ihm die Art und Weise vor, wie er seine Truppen zurückgezogen hatte. Himmler ließ Reinefarth auf Hitlers Befehl Ende März 1945 festnehmen. Später wurde er von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde jedoch nicht ausgeführt und er behielt das Kommando über die Teile seiner Truppen, die es geschafft hatten, die Festung zu verlassen. Reinefarth führte seine Truppen dann nach Westen und ergab sich den Briten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs forderten die kommunistischen polnischen Behörden seine Auslieferung. Doch die britischen und amerikanischen Besatzungsbehörden in Westdeutschland entschieden, dass Reinefarth ein wertvoller Zeuge in den Nürnberger Prozessen sein könnte. Seine Zeugenaussage fand jedoch nie statt. Nach den Prozessen wurde er für Kriegsverbrechen festgenommen, doch das örtliche Gericht in Hamburg ließ ihn bald wegen mangelnder Beweise wieder frei. Der Grund dafür könnte jedoch Reinefarths geheimdienstliche Aktivitäten für die Amerikaner gewesen sein. Reinefarth lebte in der Folge ein normales Leben. Im Dezember 1951 wurde er zum Bürgermeister von Westerland gewählt, der größten Stadt der Insel Sylt. Und 1962 wurde er in den Landtag von Schleswig-Holstein gewählt. Nach dem Ende seiner Legislaturperiode 1967 arbeitete er als Anwalt. Trotz mehrerer Anforderungen des kommunistischen Polens wurde er von deutschen Gerichten nicht ausgeliefert, da sie geurteilt hatten, dass es keine Beweise dafür gab, dass er Verbrechen begangen hätte. In den Augen der Justiz und der Bundesregierung war er nicht schuldig. Bei Rentenantritt erhielt er eine Generalspension und starb als freier Mann am 7. Mai 1979 in seinem Anwesen auf Sylt. Am 10. Juli 2014 drückte der Landtag von Schleswig-Holstein angesichts der Gräueltaten Reinefarths sein tiefes Mitgefühl für die Opfer des Warschauer Aufstands aus. Er bedauerte, dass es nach 1945 in Schleswig-Holstein für einen Kriegsverbrecher möglich war, Mitglied des Landtages zu werden. Für Heinz Reinefarth wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.